Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. So, jetzt suchen wir noch den Briefkasten und den Brief. Absage Brief eines Verlages. Cyclefan Publishing Limited, Lavender Court, Camden Street, London. Sehr geehrter Mr. Nethercourt, vielen Dank für die Übersendung Ihres Gedichtebandes Lieder aus dem der besiegten Stadt, den wir interessant und tiefgründig fanden. Wie wir Ihnen schon nach Erhalt des ersten Exemplars mitteilten, haben Sie angesichts der schrecklichen Zeiten, die unser Land durchlebt, bitte Verständnis dafür, dass es momentan völlig ausgeschlossen ist, ein Buch mit diesem Titel zu veröffentlichen. Da Sie sich noch immer weigern, den Titel zu ändern und Ihr Werk vollständig oder gar nicht publiziert sehen wollen, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sich Cyclefan Publishing für die letzte Option entschieden hat. Sprechen wir ihn gleich nochmal drauf an. So. Good evening, Mr. Nethercourt. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Wenn sie von ihrem Krieg kritzeln. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. I'll leave you alone, sir. Ja, das ist ein Problem. Das einige Eltern vermutlich haben und einige Söhne und Töchter auch. Aber sei es drum. Blumenstrauß. Ein kleiner Blumenstrauß, ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Okay. Finde den Briefkasten. Darius Petrescus Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr, meine Kinder, noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird, aber auch hier in England tobt ein Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch weit ab der kalten Heimat liebt. Euer ewig liebender Vater, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. So. Ich würde aber sagen, da die Stunde fortschreitet, werden wir an dieser Stelle eine Pause einlegen und nächste Woche weiterspielen. Was wir noch machen könnten, ist, wir könnten in den Unterschlupf gehen. Der nicht hier ist. Dann können wir das nächste Mal nämlich von dort starten. Ich renne fröhlich in die falsche Richtung.
weil man das gerne macht. Ja, ich habe mit der Dame jetzt auch noch nicht gesprochen. Das werden wir dann alles beim nächsten Mal machen. Ist das dann hier Unterschlupf? Nein, der ist in der Parallelstraße. Da, jetzt links um, da rein. Irgendwo hier. Ob er das jetzt war? Ich bin mir unsicher. Nein. Haben, ohne dass wir es eigentlich wollten, ein Haus gefunden, in das wir reingehen konnten. Schockierenderweise. Liegen da mehrere Tote in der Gegend rum? Na gut, das ist jetzt soweit nicht super ungewöhnlich. Oh, doch, es ist der Unterschlupf. Unten reingegangen anstatt von oben. So. Dann gucken wir einmal. Migräne, Erschöpfung, Bronchitis. Oh Gott, die sind alle krank. Unbekannte Krankheit, den haben wir noch nicht gesehen. Schmerzen. Ach du gut Güte. Ja, da können wir uns dumm und dämlich craften. Schöpfung haben wir noch zwei. Erkältung haben wir noch eine. Da wollen wir noch eine zweite machen. Bronchitis machen wir auch zwei. Lungenentzündung. Haben wir nicht genug Codein und nicht genug Kaliumpermanganat. Kriegen wir das irgendwo raus? Da ein bisschen was. Aber nicht genug. Seht ihr mal, wissen wir gleich Bescheid, müssen wir Kaliumpermanganat kaufen. So, dann gucken wir mal. Säge. Brauchen wir noch mehr Teile eines gewöhnlichen Griffs? Und mit dem Revolver, den können wir jetzt aufwerten. Das machen wir auch mal. Nachladezeit, erhöhter Schaden. Oh, wir können den sogar nochmal upgraden. Ich hab gerne doch. Erhöhte Feuerrate und stärkerer Schock. Tendiere zu mehr Schaden. Und stärkerer Schock. Neues. Ist jetzt voll OP. Hier müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen investieren. Kostet zwar 5 Ausdauer mehr. Aber sind eben auch 5 Schock mehr.
vielleicht alles in allem gar nicht schlecht. So. Dann, hier können wir noch nicht weitermachen, da brauchen wir Stufe 12 für. Können wir hier weitermachen? Ja. Aber wir haben noch nicht genug EP dafür. Das ist ja eher ungünstig. Das können wir auch noch nicht machen. Könnten wir hier unseren körperlichen Zustand weiterentwickeln? Können auch hier den Biss weiterentwickeln. Können. Oh, oder mehr Sera. Oder mehr Munition. Ich bin für mehr Munition. Und bei den Kosten wird. Oh, wir hätten eine Ulti lernen können. Müssen wir das nächste Mal machen. Wird übrigens. Das machen wir mal gleich. Setzen das alles zurück. Oh. Das war mir vielleicht ein bisschen zu viel zurückgesetzt. Upsie Daisy. Okay. Aber das ist gut zu wissen, dass wir das können. Weil das bedeutet nämlich, wir können uns nicht verskillen. Können also ohne Schwierigkeiten jederzeit unsere Skillung zurücksetzen und was anderes ausprobieren, wenn wir das Gefühl haben, das passt uns nicht. Sind auch nicht so viele, ne? Also was wir da an Dings tatsächlich gewinnen, hält sich irgendwie in Grenzen. Ach, und jetzt haben wir nicht genug EP, weil ich mich vertüdelt habe. Hier mit der Munitionstasche. Um den Schattennebel auf Stufe 2 zu heben. Gut gemacht, Jency. Gut gemacht. Irgendwo habe ich mich dann offensichtlich. Na gut. Dann geben wir jetzt die Autophagie an. Habe ich wahrscheinlich nicht genug, um eine Ulti zu lernen. Nee, habe ich nicht. Dann sei es drum. Das sind auch 600. So, okay. Gut, gut. Gut, gut. Dann leben wir jetzt damit. So. Danke. Ich bin noch ganz durch den Wind von der Diskussion. Es ist super cool, dass das so aufgenommen wird und das teilweise so eskaliert. Ich habe da super Spaß dran, aber ich brauche immer einen gewissen Punkt, einen Moment, um mein Hirn wieder einzufangen. Weil es dann so damit beschäftigt ist,
den Faden zu behalten. Es nimmt einen Hörbuchstreamer, macht den Erzähler. Auch eine schöne Idee. Oder ihr müsst anhand meines Gesichtsausdrucks raten, was passiert. So. Wir sind in Whitechapel. Okay, deren Quest haben wir schon erledigt. Hier haben wir offensichtlich auch schon was erledigt. Genau, das ist noch der mit dem Jünger auf dem Friedhof. Das Paket von Barrett Lewis. Ja, okay. Das sind übrigens die Nebenquests, die wir da haben, ne? Gott, die sind alle krank. Na gut, das ist halt Whitechapel. Was erwartet man? Ihr seht, so rein vom Umfang her, wir werden uns hier noch ein Weilchen mit dem Spiel beschäftigen. Für alle die den Kontext nicht kennen. Dieser Herr, den wir verkörpern, ist Dr. Jonathan Reed. Dr. Jonathan Reed ist renommierter Chirurg, Spezialist für Bluttransfusion und Vampir. Er war das eine, bevor er das andere wurde. Also erst Chirurg und Spezialist für Bluttransfusion und wurde dann Vampir. Sodass er quasi seine Fähigkeiten jetzt nur noch verbessern konnte. Wir sind gerade dabei, zwei Probleme zu lösen. Nämlich einmal versuchen wir herauszufinden, was zur Hölle eigentlich mit uns los ist. Das erzählt uns nämlich keine Sau. Befinden wir uns im London 1918. Das bedeutet einerseits, es ist Erster Weltkrieg. Und andererseits bedeutet das, es ist spanische Grippe. Und wer in der Corona-Pandemie wenigstens so ein bisschen aufgepasst hat, der weiß. Hallo, junger Mann. Ich bin Dr. Reed und ich würde dich ein paar Fragen stellen. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Wen habe ich denn da gefunden? Und wer in der Corona-Pandemie ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, wie es läuft. Und jetzt stellt euch vor, wie es läuft ohne Krankenhäuser. Eine der hässlichsten Pandemien der jüngeren Geschichte. Ja, so könnte man das ausdrücken. So, ja, lassen Sie mich rein. So my father actually worries about me then. Okay. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with glue. Das ins Haus. Erstmal alles klauen. Wir haben, glaube ich, gerade irgendeine Nebenquest gefunden. Ich kann mich bestimmt auch bald erinnern, welche. Dann unterhalten wir uns mal mit ihm. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Diebstahl wird in dem Spiel also geahndet wie in Witcher 3. Weniger, Retri, weniger, denn in Witcher 3 kann es dir tatsächlich passieren, dass es geahndet wird, wenn die Wache direkt daneben steht. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Guck mal kurz die Details an. Joe Patterson und Barrett Lewis. Ich kriege ihn gerade noch nicht ganz zugeordnet. Ich bin mir ziemlich sicher, ich müsste ihn kennen. Er kommt mir hart bekannt vor, so vom Namen her.
aber... Ach, Harry ist dann der Sohn von Joe? Joe? Ah, an den erinnere ich mich. Der ist Schläger für die örtliche Gang. Ah, und der ist, okay, ja, verstehe. Der ist ein ehemaliger Freund von Barrett Lewis. Und Barrett Lewis, das ist der hier, das ist der örtliche Gemischtwarenhändler. Okay. Ja, ich beginne zu verstehen. Forgive my bluntness, young man. But you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Always look on the bright side of life. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. Ja, na dann, die Gretchenfrage, ne? Warum gehst du dann nicht einfach? If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Ah. Er kommt mit der Gewalt nicht zurecht. Retri hat's erkannt, das überrascht mich wenig. Und Popstar sagt, die Ritter der Kokosnuss sind viel besser. Ja, aber in den meisten Kontexten auch viel schwerer zu zitieren. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Was schätzt du, bei wie viel Prozent des Spiels du bist? Das ist super schwer abzuschätzen. Anhand von dem, was ich bisher entdeckt habe, von dem ich weiß, dass noch kommt. 20%? Vielleicht 30%? Das wäre aber eine optimistische Schätzung. Also wir werden hier definitiv noch ein bisschen Zeit verlieren. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Schön, wie er ihm mal so hinterm Rücken die Verantwortung für alle seine Taten gereicht hat, ne? Und jetzt steht Harry hier und jeder Mensch, den sein Papa für die Gang zusammenschlägt, lastet auf seinem Gewissen. Good job, Papa. Wirklich, good job. Gott. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. So. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? Dann haben wir auf jeden Fall mit dem schon mal gesprochen. Das gibt uns wahrscheinlich dann ein bisschen Handhabe, wenn wir seinen alten Herrn das nächste Mal sehen, um dem wieder ein bisschen mehr zu entlocken. It's locked. Oh nein! Jetzt stell dir mal vor, du hättest Superkräfte. Absagebrief. Sehr geehrter Mr. Patterson.
Es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeiten Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unseligen Verbindungen zu den berüchtigten Wet Boot Boys wurden ordnungsgemäß berücksichtigt. Ich habe ein Krabbelvieh an der Tapete. Kampf dem Krabbelvieh. Krabbelvieh bekämpft. Dies sind schwere Zeiten, Sir. Und Finch und Harper berücksichtigt zuerst jene Bewerber, die unseren flüchtigen Nachforschungen über unsere zukünftigen Mitarbeiter genügen. Sie haben mein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Gott Ihnen und Ihrer Familie gnädig sein. Absagebrief in Strichcode. Es stimmt, der ist in Strichcode. Das ist ja ein bisschen witzig. Da muss ich mal drauf achten, ob die anderen auch so sind. So. Wie reagieren? Nee, das mit dem Krabbelvieh, hast du das nicht gesehen? Das war definitiv Easy Clap, Easy Life. professionelle Vampirjäger. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie nicht, ihn zu töten. Sie haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir oder informieren Sie einen professionellen Vampirjäger. Diese Männer und Frauen sind selten, aber sie wissen, wie man mit diesen bösartigen Wesen umgeht. Es scheint mir auch so, als würden einige von ihnen unter dem Namen Wache von Priven zusammenarbeiten. Diese paramilitärische Organisation hat sich der Ausmerzung aller Vampire in London verschrieben. Sie sind ihre Freunde, sie sind nicht allein. Es gibt Lösungen. Seien Sie schlau, verbreiten Sie die Kunde. Clarence Crossley. Melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei mir. Okay. 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 Ich füge den Namen meiner Shitlist hinzu. Mitwisser sind immer schlecht. Oh Gott. Mit so Zitaten meiner Träume, wie meine Träume sind voller Schwermut, solltest du anfangen, Gedichte zu schreiben, mein Sohn. Oder Rocksongs. Wenn du dann irgendwann es schaffst, in die USA auszuwandern, geh nach Seattle, da wird in so, naja gut, ist vielleicht ein bisschen spät für dich, aber so in nicht ganz 100 Jahren eine junge Band namens Nirvana möglicherweise deine Songtexte brauchen. So. Ah, guck mal, da ist Papa direkt mal. Schauen wir mal. Können wir ihn damit was konfrontieren? Ja, wir machen dein Leben besser. Glaub mal, guck mal, wir machen da jetzt... Vertrau mir, ich bin Arzt. Das nennt man ganz neumodisch Psychotherapie. Das heißt, ich wühle in deinen intimsten Geheimnissen rum und danach fühlst du dich besser. Bitte nicht als meine wirkliche Meinung zu Psychotherapie abstempeln. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I make some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Aber ganz falsch ist es nicht. Ja, Skeksis, aber es hinterlässt entschieden den falschen Beigeschmack. Nur weil es technisch gesehen nicht falsch ist, heißt es nicht, dass man es so ausdrücken sollte. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else. Whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence.
Ja, Retri, ich hatte denselben Gedanken. Dann kommt der Verbrecher halt durch die Wand. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Mhm, das wird bestimmt helfen, nicht verhaftet zu werden. Das hast du richtig gut durchdacht. Muss ich schon sagen. Also ich bin hin und weg von diesem Intellekt. So, dann haben wir das erste Mal hier. Oh, eventuell können wir, weil wir jetzt den Brief gefunden haben bei dem Jungen. Wir gehen mal nochmal rein. Komm, lass mich rein, ich bin Arzt.